willkommen zum nächsten Teil unserer kleinen Folge Kölsche-Lätsche, eurer Lebenshilfe bis Aschermittwoch. Ich will hoffen, ich nerv euch nicht mit den Filmen, weil war ja, wie gesagt, auch nicht anders oder bist ja anders auch hier da. Wenn es euch nervt, überscrollt das einfach. Aber die Resonanz ist ja so, dass ich schon mitkriege, dass das euch gefällt. Also auf jeden Fall die mir schrieben. Ich habe da nichts anderes geholt und gelesen. Und deswegen mache ich halt einfach, wie ihr sagt, wie gesagt, bis Aschermittwoch. Ist ja ein bisschen Ersatz für die ganze ausgefallene Sitzung und die ganze Fastelehrsache, die wir ja nicht so dieses Jahr haben. Und ja, wir wollten uns ja ein bisschen beschäftigen mit Kölscher Musik und Kölscher Lätsche, mit Komponisten, Texte und so wie. Und hier kann ich auch wieder ein ganz bekanntes Lied geschrieben über das wohl bekannteste deutsche Bauwerk, was dazu geht. Ihr wisst, genau, der Kölner Dom. Ne? Da geht, glaube ich, die Mieze Lede drüber. Das ist, glaube ich, kaum ein Bauwerk, wo so viel Musik und Lede drüber gemacht worden sind wie über der Dom. Und so auch jetzt hier das nächste Lied, das ist vom August Schorenberg, der wurde 1889 geboren, hat auch in Kranebölme gewohnt mit seiner Familie und war eine ganz urkölsche Familie. Der hat also eine Ahnenreihe, das hat man erforscht bis ins Jahr 1555, muss man sich vorstellen, hat der Führfahrer hier in der Stadt. Und damals war das ein Ratsherr, der hat Schorenberg geheißen und quasi eine Urahn war von dem Schorensberg Aujus, der dann auch bei seinem Vater ein bisschen in die Musik reingehört hat und das mitbekommen hat, wie man das macht. Der Vater war auch sehr musikalisch, da hat er das, glaube ich, von geerbt. Der hat Libretti geschrieben für der Paulinke damals und hat auch, war Autor für Stücke beim Milowitsch Theater. Da hat er das quasi so gesehen und er wollte eigentlich auch in die Fußstapfen so ein bisschen treten und dann die Ältere haben gesagt, August, macht sie ihren Sinn richtig, mach jetzt Vernünftiges. Ne? Man weiß ja alle nicht, wie es so weht. Auch wenn der Vater davon leben kann, heißt das ja nichts. Das ist ja eigentlich auch eine jude Sache. Und das hätte er dann auch gemacht und hätte dann ganz schnöde Handelsvertreter gelehrt. Hätte auch einen Zick lang gearbeitet, hätte er immer wieder dann auch Musik gemacht, hätte das richtig auch gelehrt nebenbei und hätte dann auch Lieder geschrieben. Und wie das dann so ist, wenn man so urkölsch ist, liegt natürlich der Fastelehrer nicht weg. Und dann hätte er auch Lieder geschrieben, die natürlich im Mundart war. Und 1913, bei einer Karnevalssitzung von der großen Kölner, da hättet ihr jetzt mal so einen Auftritt gemacht. Und das war auch ganz gut. Und hätte dann der Wäschwiege verfolgt. Und insgesamt hätte er über in seiner ganzen Schaffensperiode über 130 Lieder geschrieben. Die hätte zu mir auch selbst gesungen und hätte die interpretiert. Und ja, also viel, was man so kennt, ist auch von dem. Das bekannteste Lied ist natürlich am Dom zu Kölle am Ring. Das war sicherlich sein gegrüßter Wurf und das wurde geschrieben noch im Zweiten Weltkrieg. Zum Anlass war der 700. Jahrestag von der Grundsteinlegung vom Dom. Der stand ja quasi so aus der Trümmer Russ, also vermeintlich unbeschädigt. Und hätte ja viel Glück, Mote gehofft. Ne? Also deswegen ist das auch anscheinend wirklich so ein besonderes Bauwerk für die Kölsche. Und das Lied hätte dann noch uns quasi in der Wiederaufbau so rin gestrahlt. Ne? Hätte die Glück auch motiviert, wieder aufzubauen. Und hätte dann auch Mut gehofft. Ne? Und wirklich, jetzt sehe ich, also Fortjon, das hier ist der Stadt, das ist keine Alternative. Ne? Im Refrain hieß es ja auch, am Dom zu Kölle am Ring, da klinge der Glocke, so prächtig umfing, he wille me bliebe, he sind wir zu Hus, he kriegt uns ke Dölvel Russ. Das sehe ich ja, wie verbunden man ist und dass man sagt, das muss wie jon und das kann nirgendwo anders wie jon als hier zu Kölle am Ring. Ne? Also die erste Version von dem Lied, die war vom, die ingesungen wurde, die war vom Willi Schneider 1947 und da wurde das Lied
ruckzuck sehr beliebt. Das wurde auf Postkarte gepresst, wo sie ja kein Papier hatte, wurde zu der Refrain-Gruppe gepresst. Und ja, hat immer quasi war ein Bestandteil von der Kölsche Musik. Hat etwa 1996 durch die Black Fuss, die haben so ein Projekt gehabt, ne? Ausgebombt und aufgebaut, hieß das, das war vom WDR, glaube ich. Da haben die das Lied gesungen und er hat das quasi wie so ein Renaissance nach unserem Leben und war sich dem wieder in aller Munde und ist auch von vielen Lück und von vielen Chöre und Orchester und so immer mehr gespielt worden. Im Jahr 1967 hätte er die Ostermann-Medaille verliehen bekommen. Das war die erste, die da verliehen worden ist. Die hat der August Schorenberg gekriegt. Und er ist darauf angesprochen worden, ne, wie man sich dann jetzt so fühlt als Ostermann-Medaillenträger. Und er hätte Jans Kölsch und Schlich bescheiden die Antwort. Man soll den Butz nicht grüter machen lassen, als der fort ist. Das finde ich eine gute Ausspruch. Da zog sich so manchen hinge die Löffel schrieben, ne? Wenn man dann meint, weiß ich ob, was man erreicht hat oder so, ne? So ein bisschen um Bottom Liefe. Das ist eigentlich ein guter Ausspruch, den man sich so merken kann. Ne? 1973 verstarb er dann und wurde auf Melaute beerdigt. Er hat kein Nachkommen und so wurde das Graf nach Ablauf der Ruhefrist wurde das eingeebnet. Ne? Und dann haben sie aber die große Kölner, die Karnevalsgesellschaft 2004 dort besonnen. Bei denen hat ja quasi die Karriere angefangen von dem August Schorenberg. Und da haben die dem 2004 quasi das Grab wieder hergerichtet. Und haben auch eine Grabstein aufgesetzt, ob dem dann auch so Notenbild ist mit dem Text drum, die erste Textzeile, ne, am Dom zu Kölle am Ring, so quasi auch als Denkmal für den Mann, ne, der ja auch ein Stück kölsche Musikgeschichte geschrieben hat mit dem Lied, da muss man ja sagen. Ja, und das spiele ich euch jetzt und wünsche euch damit viel Spaß. Freue mich, wie ihr seid, auf eure Kommentare, auf ein Dümsche und ja, und da mal einfach wiege folgt bei dem, was ich so mache. Wie gesagt, ich finde es sehr interessant und die nächste Tag hier dann wiege. Bis Aschermittwoch habe ich ja angedroht. Wie gesagt, wenn ihr euch nervt, einfach drüber scrollen und denkt, der Schumi lost der Bache. Und ansonsten nur einfach drin. Ist so eine feine Sache eigentlich. Gut, bis dann. Lief gesund. Bis morgen. Tschüss. Thank you.